Wow, Leute, und willkommen YouTube zu einem neuen Call of Duty Video. Und ich bin etwas erschüttert. Ja, weil ihr habt ja, wie im Intro gesehen habt, ist mein Account in Modern Warfare Remastered komplett zurückgesetzt worden. Ich war Prestige 9, Level 43 oder irgendwas. Ja, und sie dachten sich einfach mal, komm, der Gameflow, der ist anscheinend zu gut und zu viele Spiele haben ihn gemeldet. Also stand bei mir auch auf dem Bildschirm, dass zu viele Spiele oder dass ich von vielen Spielern gemeldet wurde. Und ich habe auch direkt den Support angeschrieben, was das soll, ob sie das nochmal lösen können, das Problem hier, weil ich habe nichts gemacht. Und sie haben gesagt, nein, dafür sind sie nicht zuständig, da können sie nichts machen. Wenn die Entscheidung getroffen worden ist, dann ist es halt so. Das heißt, ja, ich wurde komplett zurückgesetzt auf Level 1. Meine ganzen Tarnungen sind weg. Ich habe hier die Sperrzonentarnung durch langes Spielen freigeschaltet. Habe 5 Tage Spielzeit in dem Spiel jetzt gehabt. Jetzt ja nicht mehr, jetzt fange ich ja wieder von Null an. Das Einzige, was mir geblieben ist, sind die ganzen DLC-Waffen, die DLC-Tarnungen. Also alles, was man in diesem, also nicht DLC, halt die Depot-Tarnungen. Das ist mir alles geblieben. Der Rest wurde mir alles genommen. Ich kann keine Klassen erstellen, also noch nicht. Und ehrlich gesagt, habe ich denn gar keine Lust mehr auf das Spiel irgendwie. Ich habe jetzt so lange gespielt, so lange gekämpft, so lange geschwitzt. Mein Bestes gegeben. Ja, und keine Ahnung, was ich... Ich weiß nicht. Ich spiele jetzt hier die erste Runde wieder. Ihr könnt ja sehen, ich bin Level 1. Team Deathmatch hier auf Crash. Ja. Aber irgendwie, wo ist die Motivation? Nochmal von Anfang an zu spielen? Sehe ich jetzt hier irgendwie nicht so. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ob es euch mal passiert. Oh Gott. Ob euch sowas ähnliches passiert ist oder irgendeinem Kumpel von euch. Weil auch vielen Kollegen von mir ist es auch passiert, dass sie von Spielern gemeldet worden sind, wo sie halt gar nichts gemacht haben. So. Oh, ich. Oh, oh. Mann, jetzt habe ich den Helikopter zu früh gerufen. Ich dachte, der Sniper kann mich da irgendwie retten, aber naja, egal. Wie ihr merkt, ist ja in Live-Commentary hier meine erste Reaktion darauf, dass mein Account zurückgesetzt wurde. Aber na gut. Ich bin jetzt nicht so begeistert und ihr, denke ich mal, auch nicht. Ich konnte Gott sei Dank schon das Video erstellen, wo ich die Sperrzonentarnung freigeschaltet habe. Ist ja schon lange auf meinem Kanal online. Naja, wie gesagt, ist halt eine scheiß Situation gerade. Ich habe jetzt hier andere Spiele, die ich auch spielen kann und spielen werde. Da ist jetzt zum einen Neo, wo ich jetzt auch eine Art Highlight-Let's Play zu machen werde. Dann habe ich mir noch For Honor gekauft, jetzt neuerdings. Das werde ich jetzt auch spielen. Und wahrscheinlich werde ich mir... Oh Gott, da oben war einer. Und wahrscheinlich werde ich mir auch noch Ghost Recon Wildlands holen. Da warte ich aber erstmal die Reviews ab. Weil ich weiß noch nicht, wie es mit der Langzeitmotivation aussieht in dem Spiel. Einfach mal gucken. Keine Ahnung, wie das denn aussehen wird. Alter, der hat mit dem Raketenwerfer, Granatwerfer uns geschossen. Die kleine Bitch. Aber naja, ich bin sehr enttäuscht von den Leuten von Activision. Oh Mann, das dauert zu lange, um den scheiß Granatwerfer auszurüsten. Wie gesagt, ich bin sehr enttäuscht, dass sie halt auch gar nicht... Sie haben gar nichts versucht, um das wieder zu klären. Oder ich habe auch gefragt, woran es denn genau liegt. Warum wurde ich, also ja nicht gebannt, aber zurückgesetzt. Und es konnte mir keiner genau sagen. Es hieß einfach nur, ja, sie wurden von Spielern gemeldet. Es gibt ja diese Meldefunktion. Und... Ich will ja nicht abgehoben klingen oder so, aber ich habe immer eine über 2er KD gehabt. Und dass es sein kann, dass halt Spieler gedacht haben, dass ich halt da jetzt cheate oder boost in den Lobbys mit anderen.
Aber das war nie der Fall. Und naja, ich bin enttäuscht. Angepisst auch ein bisschen. Ja, was soll man da noch groß zu sagen? Und ihr werdet wahrscheinlich auch enttäuscht sein, weil jetzt... Ich habe jetzt einfach keine Lust mehr auf das Spiel. Luftangriff. Auch wenn es an sich mir immer Spaß gemacht hat. Yeah, Leute, Level 2. Müssen wir nur noch ein paar Prestiges hier abschließen. Nämlich, ja, genau 9 Stück. Vielleicht werde ich ab und zu mal wieder eine Runde spielen hier mit ein paar Kollegen. Aber wie gesagt, an Kollegen ist genau das gleiche passiert. Und er hat jetzt auch keine Motivation mehr. Ist ja auch, denke ich mal, verständlich, dass man jetzt einfach keine Motivation mehr hat, das Spiel groß zu spielen, wenn halt der gesamte Fortschritt geklaut wurde. Es ist einfach alles weg. Man kann es nicht zurückholen, egal was man tut. Ich habe ja mein Bestes versucht. Habe auch mehrmals mit einem Support geschrieben. Jetzt nicht nur einmal versucht und okay. Sondern öfters angeschrieben. Aber es war alles vergeblich. Oh Gott, ich muss erstmal wieder meine Empfindlichkeit hier finden. Wie ihr sehen könnt, ist meine erste Runde und ich mache die Gegner trotzdem nass. Auch wenn ich nur so Scheißklassen habe. Kommt da einer? Mal das Auto in die Luft jagen. Oh, hat natürlich irgendwie, warum auch immer, nicht funktioniert. Oh, die Granate haben wir schön verkackt, Leute. Gehen wir mal hoch. Oh, der ist natürlich hinter diesem blöden Ding da gewesen. Ah, gut. Oh. Oh, Luftanschlag. Oder Luftangriff. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, dass ich jetzt, wie gesagt, von Modern Warfare Remastered nicht so viele Videos bringen werde. Ich hatte auch das Gefühl, dass Call of Duty generell jetzt, also jetzt auf meinem Kanal, irgendwie ein bisschen tot war, dass sich die Leute für das Spiel nicht mehr so interessiert haben. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und verabschiede mich auch, ja, für eine gewisse Zeit, denke ich mal, von Call of Duty. Ich werde mich jetzt vielleicht von dem Spiel erstmal distanzieren, auch wenn das Spiel mir jahrelang Spaß gemacht hat, aber sowas finde ich echt unter aller Sau und ja, haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.